Herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind hier in Kuwakiaku angekommen. Waren dabei alles einzusammeln hier auf diesen, ich sag jetzt mal, Wasserhäuser. Waren wir jetzt schon überall drin. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Aber ich glaube, hier hinten hatten wir auch schon alles. Aber das Holz können wir hier nochmal aufnehmen. So, mehr gibt es nicht zum Aufnehmen. Mit dem hatten wir schon gequatscht, soweit ich weiß. Okay, da geht es so nicht rein. Ein schönes Tor haben die sich da gebaut. Okay, hoch geht's da auch nicht. Hier geht's auf jeden Fall rein. Oh, da haben wir schon mal was. Treibstoff für die Zukunft, ein Tier über Ölaufbereitung. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Ja, ja, diese Zukunftsvision könnten nach hinten losgehen, aber könnten natürlich auch nach vorne irgendwie losgehen und natürlich auch funktionieren. Oh, hier haben wir noch mehr. Stammbaum einer Familiengeschichte. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Okay. Ja gut, wenn das kleine Dorf hier ja ziemlich weit außerhalb ist und hier kommt nie jemand Neues hin oder so, wie wollen die sich sonst vermehren? Können sich ja nur untereinander ständig paaren. Zwar nicht wirklich Inzest, aber och, wie süß. Ein schwarzes Kätzchen. Und stinkende Schuhe. Aber das Kätzchen ist doch niedlich. Und wo ist das Kätzchen? Auf jeden Fall wohl nicht hier. So, wir kommen hier hinten wieder raus. Okay. Okay, wir bleiben, ich sag jetzt mal, in dieser Straße. Und gucken hier erstmal alles durch. Estuvieron trabajando toda la noche. Und? Dafür werden sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel Was sehen. Was ist das? Okay. Das, liebe Lara, ist ein Arschloch. Na gut, ich weiß auch nicht, was der andere vielleicht angestellt hat. Keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Bisschen... Bisschen gucken. Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Was ist los, mein Freund? Alles in Ordnung? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Danke. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Ah, mit Aufpumpen kennen wir uns aus. Oh, ich muss, glaube ich, niesen. Okay, wieder da.
So, jetzt muss ich wohl mit denen quatschen. Ich kann mit dem auch nochmal reden. Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Okay. Mehr sagt er wohl nicht mehr. So, haben wir hier etwas zum Mitgehen? Nee. Verpiss dich! Du störst den Empfang! Nö, ich bleib jetzt hier stehen. Guck mich an, da red ich. Kaputt machen geht nicht. Ausmachen geht aber auch nicht. Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Mit Marco sprechen. Banditen sorgen. Okay, in der Bar. Wahrscheinlich da, wo wir angefangen haben, beziehungsweise herkamen. Wo gehen wir am besten lang? Ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt hier erst nochmal die Straße lang. Der will nicht reden. Hier liegt aber auch nichts. Okay. Die Straße gehen wir zum Schluss. Da will noch jemand quatschen. Hier ist nichts. Ich verstehe leider kein Wort. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Okay. Die Sprache klingt ja an sich schon irgendwie passend und cool irgendwie. Na, alles so gebildet, die lesen alle. Was ist denn hier los? Murieron por tu culpa. Se suponía que debías estar atento al clima. Estuve observando. No, mit ihm hier kann man reden. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. Wirklich? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. Welche anderen? Todos. Hombres buscando petróleo, oro, se llevan todo lo que pueden. Eine Krypta, okay, sehr schön. Noch etwas zum Erkundschaften. Ja, da haben wir noch ein Büchelchen. Trinitys Angebot, ein Brief von Trinity. Oh. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich ihre Leute über ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, sie halten ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme. Trinity Orden. Okay. Die kennen wir noch nicht, die Estella Diaz. Mal gucken, ob wir die noch kennenlernen hier in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken, ob wie die drauf sind. Das klingt natürlich sehr verlockend, das Angebot für die. Für die Armen hier. So, mit denen. Hier war ich schon und mit denen kann ich nicht quatschen. Gut, dann gehen wir jetzt in die letzte Straße, so gesehen. Dann haben wir eigentlich alles. Und dann gehen wir zurück zur Bar. Fangen wir ab hier an. War ich hier überhaupt schon? Nee. Da ist Fett. Ah doch, ich... Genau, da bin ich dann da rein. Hm. Man weiß als nie, wo man hingehen soll. Soy invisible, señora.
Habe ich hier nicht vorhin was gesehen? Aber scheinbar nicht. Okay, hier drin ist nichts. Hier sitzt noch jemand. No vienen muchos turistas por aquí? Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. De todos modos. Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge. Vibrante. Lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista. Más como crédulo. Was ist passiert? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. Der Öl crash. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Ich gebe auch. Ich habe auch Geld dabei. Ja, hier haben wir noch Bergungsgut. Gut, es gibt auch Sachen, die nehme ich einfach. Oh. Psst, nicht so laut. Holz. Oh, hier sind Artefakte und sowas. Was haben wir denn hier? Bestattungspuppe, Replik, eine Bestattungspuppe der Inka. Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Oha, auch doof. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Das glaube ich schon eh. Ich meine, es stand ja auch Replik. Replikat ist immer nachgemacht von einem echten Fund, ist ja klar. Aber dem Original zu 100% nachgebildet, so gesehen. So, hier ist sonst nichts mehr. Hier will noch einer quatschen. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Ich verstehe nicht ganz. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Hm. Pero el águila también se llevó eso. Adler? Okay. Tja, Geld macht niemals glücklich. Es hilft einem... Verhilft einen zu... Sachen, die einen nur vielleicht zeitbedingt glücklich machen, aber danach ist es auch wieder vorbei. Redest du? Nunca lo había visto por aquí. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. Ein Gemeinschaftsprojekt, sehr schön. Sowas gefällt mir auch. Danke für die Beeren, die habt ihr bestimmt eingepflanzt. Keine Ahnung, wo es da lang geht, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Wir bleiben erstmal im Dorf und... Machen hier erstmal alles. Oh, guck mal, hier geht's rein. Stoff. Bergungsgut. Oh, wir haben immerhin schon 5 von 54 Sammelobjekten gefunden. Wahnsinn. Das ist so viel. Wer meine Videos gesehen hat, von wegen Vorführung der Grafik, hat gesehen, dass... Dass man Wasserqualität bricht, so Wasserqualität. Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex, WQI, der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Oha. Sowohl Trübung als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte.
Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Mit anderen Worten, hier kann man nicht leben. Oh Mann, das ist natürlich hart, wenn man so einen Bericht zugesendet bekommt. Ich würde jetzt mal sagen, hier gibt es auch bestimmt auch irgendwie so Herausforderungen. Die Frage ist jetzt nur, wo findet man die? Ich sehe jetzt nichts Verdächtiges, was man zum Beispiel abknallen müsste oder mit Feuer niederbrennen müsste. Ich meine, in dem Dorf jetzt was abbrennen müssen, das wäre jetzt auch ein bisschen mies. Oh, guck mal, hier geht's hoch. Okay. Redet ihr jetzt nochmal was anderes? No vienen muchos turistas por aquí? Nee. Ich bin keine Touristin, meine. Boah, was ist das? Was ist das für ein Fisch? Alter. Sind das die rosa Fische? Acaba de llegar, eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. El viento arrasó la jungla cercana. Derribó un árbol, cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. Das tut mir leid. No es tu culpa. A no ser que controles el clima. Wenn der wüsste. Ach so, hier sind wir. Okay. Hier ist doch irgendwer das... Ah ne, der Adler ist weiter oben. Okay. Da hinten ist noch jemand zum Reden. Oh. Man muss ja mal gucken, ob man irgendwo hochklettern kann. Ich kann es ja nicht sehen. Oh, hier hinten haben wir noch eine Kiste. So, was hat die Dame zu sprechen? Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Wie wenn Nidos oder sowas? Ein Auto? Dafür habe ich nicht genug Platz. So, das nehmen wir noch mit. Und hier geht es schon wieder aus der Stadt raus. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zum Marco. Wir haben ja einen Auftrag am Laufen gerade. So eine Nebenaufgabe. Da lang. Auch wieder falsche Richtung.
Gepriesen! Oder nee, nee, das haben die Kinder nicht gesagt. Gepriesen. Da. Das ist gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Hä? Eh? Para qué? Ich will nur mit ihm reden. No quiere problemas. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Also, bist du Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Como me golpeé en la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. ¿Usted de verdad haría eso? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Sehr schön. Den haben wir doch mal eine kleine Freude gemacht bis jetzt. Okay, das war's mit Shadow of the Tomb Raider auf 2K über Ultra und tödliche Obsession. Gut, viel ist jetzt nicht passiert, was man jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad irgendwie in Verbindung bringen könnte hier. Wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich das komplette Dorf jetzt erkundschaftet, mit jedem gebabbelt und haben einiges für die Karte freigeräumt. Also jetzt haben wir einige Ziele, wo wir zumindest hingehen können, das ist schon mal gut. Und jetzt, ab dem nächsten Teil, können wir dann ganzen Sachen erkundschaften und ausheben oder was auch immer, erschießen, ich weiß ja nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Teil, hoffe ich doch wieder. Ihr könnt mir einen Daumen oben da lassen und ein Abo. Es hat euch ja hoffentlich gefallen. Ich meine, man kriegt hier sehr viel Information. Das braucht man natürlich, wenn man das Spiel kennenlernen möchte und natürlich so viel wie möglich mitnehmen möchte, ist ja klar. Und eigentlich habe ich auch so das Ziel, auch hier wieder die 100% hinzukriegen. Also von daher bin ich leider auch viel am Gucken und am Reden hier. Also wundert euch dann nicht. Aber ich habe die anderen beiden Teile halt eben schon auf 100% und auf sehr schwer. Und das möchte ich hier gerne noch weiterhin fortbehalten. Und ja. Gut, das war's. Ich bin von New Year Gameplays als Hobby und wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meiner YouTube-Seite. Bis denn. Tschüss.